Georg Eisenreich ist bayerischer Staatssekretär für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Sein Ziel ist es, die Lehrer in seinem Bundesland auf den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht besser vorzubereiten. Warum ist Digitalisierung im Bildungsbereich so wichtig? Die Schule soll die Schülerinnen und Schüler auf die Lebenswelt vorbereiten. Und die Lebenswelt von morgen ist eine digitale Welt. Und deswegen ist es eine zentrale Aufgabe der Schulen, die Schüler zu befähigen, sie zu ermächtigen, sich in dieser digitalen Welt zurechtzufinden. Dazu braucht man auch Kompetenzen, Umgang mit digitalen Werkzeugen, mit digitalen Medien, Umgang mit der Schnelligkeit in der digitalen Welt, Umgang mit der Flut an Informationen, dem ansteigenden Wissen. Und deswegen ist es auch wichtiger Teil in Schulen. Wie genau steht es um die digitalen Lernräume an bayerischen Schulen? Viele Lehrerinnen und Lehrer nutzen Computer, nutzen digitale Werkzeuge und Medien. Wir haben da eine gute Ausgangsbasis, aber wir wollen auch Tempo in der Entwicklung, dass noch mehr an bayerischen Schulen stattfindet und dass der Mehrwert dieser digitalen Werkzeuge und Medien noch mehr genutzt wird. Inwiefern hängt auch die Qualität des Unterrichts von den Lehrern selber ab, inwiefern sie up-to-date sind? Also die größte Studie, die es gibt, die sagt, die Unterrichtsqualität hängt von den Lehrern ab. Es kommt auf den Lehrer an. Dazu können für die Unterrichtsqualität digitale Medien einen Mehrwert darstellen. Wir wissen aber ganz genau, dass das bestehende Unterrichtsmethoden nicht ersetzt, sondern ergänzt. Und wir möchten dort, wo sie einen Mehrwert bieten, dass sie dann auch entsprechend angewendet werden. Es geht also nicht darum, bestehende Unterrichtsmethoden zu ersetzen, sondern im Grunde genommen den Werkzeugkasten der Lehrerinnen und Lehrer zu erweitern. Inwiefern ist es auch Aufgabe der Politik, Digitalisierung in die Schulcurricula einzubringen? Ja, die Lehrpläne werden durch den Freistaat Bayern gemacht und selbstverständlich müssen die Inhalte, die zum Zurechtfinden in einer digitalen Welt notwendig sind, auch Teil des Lehrplans sein. Zum Beispiel die Medienkompetenz oder die insbesondere auch die Kompetenz, Wissen, Informationen zu suchen, sie kritisch zu hinterfragen, sie bewerten zu können. Das sind alles Dinge, die dann Teil schon der Lehrpläne sind, aber in Zukunft auch noch verstärkt werden.